Hallo, ich bin von den Zeugen Jehovas. Wir sind eine international anerkannte Minderheitsgruppe. Wir glauben, so wie ich, dass Jehova uns alle ganz lieb hat. Uns ist natürlich klar, dass Jehova nur ein geschichtlich-gedankliches Artefakt ist, der so etwas wie eine erdachte Allmachtsverwandtschaft mit sich führt. Und ich als Zeuge von Jehova habe bezeugt, dass mir diese Vorstellung von diesem gedanklichen Jehova einen Überlebenssinn gibt, mir die Vorstellung aufrechterhält, dass ich ein Mensch bin, eine Person, die an etwas glauben kann. Und sei es auch nur der Zeuge Jehova. So steht schon im großen Buch der Bubel drin, dass damals in Babylon sich viele Menschen versammelt haben und mit Zungen, Flammen in der Hose brennende Erlebnisse hatten. Sie sind zwar alle schon tot und keiner kennt sie mehr persönlich, ihre Namen wurden aus den Gedächtnissen gelöscht, aber ich als Zeuge von Jehova kann euch die Stelle in Matthäus 93 auf meinem Buch in der Babel zeigen. Meine Babel ist nämlich die beste Babel. Sie ist direkt aus Babylon herausgeschmuggelt worden, bevor es in einem 192 Milliardenjährigen Krieg zerstört wurde. Ich habe das letzte Exemplar, in dem die reine Wahrheit über über meinen Freund Jebobius steht. Es ist gewissermaßen die Schrift, in der sich alles widerspiegelt, was das menschliche Dasein an objektiven und relativen Lügen beinhaltet. Es ist ein Wegweiser für die, die zu dumm sind, auf eigenen Füßen zu stehen und so weiter. Darum bin ich ein Zeuge von... Ich habe den Namen vergessen von dem Typen, den ich gar nicht lieb. Ich bin ja gar kein... Habe ich mir bloß was vorgemacht. Naja, aber es war Spaß. Ein bisschen nur. Kleiner Spaß. Tschüss.